So, ja, da bin ich wieder. Und wir starten die nächste Mission. Damit wir heute auch noch ein bisschen in der Story weiterkommen. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohlauf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi, hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun, warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift von einem Arzt. In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Ja, das waren, glaube ich, die heute leicht verdientesten 1000. Und ich. Wir müssen sogar wieder zurück nach unserer City. Wo ist denn her? Hier ist doch gleich eine Schnellreise. Bist doch direkt hier. Das ist gut, dass du nämlich genau hier bist, weil wir jetzt sozusagen ein neues Feature haben, Gift. Und ich wette, der Schneider kann uns große Giftbeutel verkaufen. Beutel? Nein? Kann ich hier was Neues kaufen? Auch nicht. Heute sind wir jetzt aber frech hier. Mir scheint etwas rustikal für meine Hof. Hey, kaufe ich halt nichts. Mein Gott. So, jetzt einmal hier, wir haben wieder, glaube ich, Geld hier drin, ne? Musst du ja auch wieder 100 bezahlen, ne? Ezio, haha, komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexseiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl.
Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Oh Gott, ich mag... Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss, um das... Das ist echt, also das ist... So, die Tasten, die haben sie einem jetzt hier echt immer nicht... Die sagen sie einem echt immer super. Steuerung anpassen. Welche ist denn das? Taste 1, okay. Hä? Achso, ich muss es ja, ich muss ihn erst. Ach nee, das ist heavy. Was ist denn das jetzt? Ich weiß nicht, welche Taste ich drücken muss. Okay, lass mal bitte kurz. Bene, bene. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Ja, wenn ich Tasten weiß, das ist auch nicht das Problem. Das habe ich eben doch schon mal gemacht. Nur noch einmal, Ezio. Magnifico. Das habe ich doch eben schon mal gemacht. Meine Erwartungen erfüllt. Signore. Wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sagt den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Natürlich erwarten sie mich. Ich wäre enttäuscht, wenn sie es nicht tun würden. Entwaffnung konnte ich vorher auch schon. Aber hier gibt's auch echt nichts, ne? Nichts Neues. Gibt's wie eine neue Waffe? Kleine Waffe. Munition. Nee. Dann ein anderes Mal. Und von dir bin ich enttäuscht. Du hast nicht mal so einen blöden Giftbeutel. Hat er nicht gesagt. Oh, nee. Jetzt laufen wir wieder dahin, wo wir eben waren, in die Toskana. Da haben wir eben ja auch... Was? Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mit der in der Stadt an. Ja, wenn euch euer Leben lieb ist, lasst mich einfach durch, dann passiert euch auch nichts.
Ich bin nicht derjenige, der das nicht kann. Jetzt bin ich durch. Es sind sogar 4 Missionen. Ah, Halleluja. Achso, ja, wir müssen ja einen davon wahrscheinlich nur zum Reden bekommen, ne? Ezio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ne? Dass wir den guten Vogel finden. Wahrscheinlich nicht durchlassen. Alles wird gut. Und wenn er kommt, wenn es passiert, ich ziehe weiter. Nicht so lange an einem Ort. Nur, wann soll ich schlafen? Wann soll ich schlafen? Wo soll ich schlafen? Der Wachturm vielleicht. Ihr hättet mich geirrt. Alle interessieren sich nur für Geld. Gut für die Bruderschaft. Gut für mich. Ich frage, und das? Und das ist bestimmt. Ich weiß, wenn ich Zeit kommt. Was ich gehen kann. Alles klar, er ist aber spontan zur Rakete geworden. Ja, den spamme ich gerade tot. Ja, so gut finde ich es jetzt nicht, aber wir werden wahrscheinlich das Toskana Frauen nehmen. Bald. Ich habe meistens offen. Am Ende dieses Streams. Ja, wäre ich gerne, aber das Spiel hat mich ja nicht gelassen. Ich finde diese Kämpfe manchmal äußerst nervig. Weg. Immer schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Oder die Pferde. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Getötet. Alles wird gut. Und wenn er kommt, wenn es passiert.
Ich ziehe weiter. Nie zu lange an einem Ort. Nur, wie soll ich schlafen? Wann soll ich schlafen? Wo soll ich schlafen? Der Wachturm vielleicht. Die halten mich für irre. Sie wissen nichts. Ich bezahle sie, ja. Aber was soll das alles? Sie interessieren sich nur für Geld. Alle interessieren sich nur für Geld. Gut für die Bruderschaft. Gut für mich. So ist es sicherer. Ja, ja. Ich frage, und dann? Und dann werde ich beschützt. Wir treffen uns, wenn die Zeit kommt. Und ich gehe hier fort. Frei. Bald. Bald. Moment. Was ist das? Da war etwas. Noch ein Söldner, um mich auszuspionieren. Nein. Nein. Nur die Nerven. Schwer ruhig zu bleiben. Wissen, dass er mich sucht. Muss konzentriert bleiben. Und bald ist das erledigt. Oh, jetzt geht er nach links und dann kommt er hier wieder hin, ne? Ehre und Romantik. Der gemeine Mörder bringt nur Tod und Teufel zu allen, die er besucht. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Schnell, Herr A. Mach den! Kommt, seid nicht schüchtern. Seid nicht schüchtern, tretet näher.
tot. Vera Anima. Wer hat das getan? Verdammt.